Er kann nicht zweimal den oberen Teil der Ich Karte kann, greifen. ah, genau, ich kann ja, nicht zweimal das klaro. obere machen. Das ist aber problematisch. Wohin würdest du dich bewegen, René? Naja, puh. Fragen stellst du halt da Auf in den nächsten die Raum rein. erste Stiege? 1, 2, 3, 4. Ja, ich könnte mich auf die erste Stiege bewegen. Achso, Entschuldigung. Ja. Ja, ich könnte mich auf die erste Stiege bewegen. Ich habe vergessen zu drücken. Würde ich machen im Großen und Ganzen. Ich werde im nächsten Zug dann sowieso vor dir noch stehen. Du, was nochmal? Im nächsten Zug bin ich dann sowieso, gehe ich vor dir. Also Na, wenn du, ich werde ach so, weitergehen sonst als die hätte erste ich, Stiege. na, ich kann nur bis zur ersten Stiege. Aber was ich natürlich machen könnte, rein theoretisch, wenn ich nächste Runde vor dir dran bin, ist die Bombe auf das Obstacle verwenden und dieses Ding wegschieben. Also wir, glaube ich weiß nicht. Bin ziemlich schnell sowieso dort. Nicht nächste Runde, aber dann danach. Und wir brauchen eine Bombe für die Tür. Ja, aber ich bekomme lange nicht, ich habe einen weiten Und Weg lange jetzt. nicht hin, ja. Ich würde nur Ja, die das Bombe hier für die stimmt. Tür Okay, aufheben. gut, dann nehmen wir die Bombe lieber für die Tür. Ich habe auch eher Ja, Fernkampf. ich sage nur eine Sache, was die Tür anbelangt. Sobald du die Bombe drauf wirst, wir wissen nicht, was im Raum dahinter ist und was dann Aber das sehen wir doch, da ist kommt. gar nichts. Nein, das wissen wir nicht. Nein, nein, das habe ich geschaut, dass ich, dass das, was da reinkommt bei Ah, da ist Monstern, das auch noch steht noch was nicht da. drinnen. Ja, da werden natürlich noch Monster erscheinen. Oh Gott. Da ist davon auszugehen, sage ich mal. Nein. Also wir dürfen noch nicht unser ganzes Pulver So verschießen. ein kleiner Tipp, wir haben den Barty noch nicht gefunden. Ja, den Okay, Typen, den stimmt. wir Ich habe mich schon umbringen müssen, gewundert. der wird da Ich habe drinnen mich schon sein. gewundert, wo der ist. Ja. Ja, dann machen wir mal diese Archer tot, die da sind. Genau. Und Ich dann weiß sollen die nicht anderen schon genau, langsam ob nachkommen. Hartmer und Dings. Ja, also, wie schon gesagt, ich gehe halt einfach einmal darüber. Wir zwei sind ganz schön schnell unterwegs. Das war Ah. ja Jump. Ja, trotzdem. Ich kann meinen Spellweaver nicht nehmen. Wieso? Den hat jemand lockt? Ah, ich weiß schon warum. Jetzt soll's gehen. Ich habe versucht, die Tür zu anlocken und habe stattdessen Spellweaver Das ist lieb von dir. Okay, ich gehe darüber, aktiviere meine Karte und das war mein Zug eigentlich. gelockt. Du machst den Move 4, oder? Das heißt, du gehst auf die erste Ach so, ja, Stiege. stimmt, Entschuldigung, du hast recht. Boah, ich bin so Naja, super, ich dann habe nimm dir gut mal in die deine Stiege ganzen getroffen. Lost-Karten wieder auf die Hand zurück und dann nimmst du Auf Anhieb. den Reviving Reaver auf So viele Lost. sind das eigentlich gar nicht, so viele Ja, weil du nicht so Lost-Karten. viele Karten hast, du Ja. wirst trotzdem knapp sein an Karten die nächsten Tiefe oder den Rest des Szenarios. Ich weiß nicht. Das Spellweaver liegt plötzlich hier. Ich stelle ihn wieder zurück. Ich weiß nicht, möchte ich sagen. Aber ich weiß eh, ich sag's dir gleich, ich werde nachher auf Chicken machen und werde die Cloak of Invisibility nachher wieder verwenden. Ja, mach das. Also nur für den Fall, dass irgendjemand hofft, dass ich irgendeinen Schaden nehme, ich werde versuchen, Nein, möglichst nein. keinen zu nehmen. Ich bin ein Tank, ich kann anständig einstecken. Okay. Hartmann hat mich voll aufgeladen mit Heilkraft. Aber aus Heilkraft, ich bin dran. Zuerst heile ich mich um Bitte. 5 Punkte mit der oberen Hälfte Yep. von Reinvigorating Elixir. Das ist wichtig. Und dann bewege ich mich um 3 Felder und tue die Münze mir krallen. Was? Deine erste Münze jetzt. Nein, du hast schon zwei da liegen. Ja, Ja. die Du Leute sind so bist so gierig. gierig. Wirklich. Wollte ich jetzt auch Du sagen. brauchst nichts reden. Ich kann mich erinnern an die erste Partie. Ja, da Da hast kann ich du nichts alle Münzen dafür. genommen. Alle. Die waren dort. Ich kann nichts dafür. Oh, so Aber arm. schau, jetzt habe ich nur eine. Das ist auch immer noch unendlich viel mehr als du hast jetzt. Ja. Okay, stimmt. Da seht ihr wenigstens, worum ich mich kümmere. Ich kümmere mich um die bösartigen Typen, die uns versuchen umzubringen. Ja, aber schau.
Das mache ich auch. Ich bin mit dir in vorderster Front. Ja, Ich spüre stimmt. mit dir die Treppen darauf. Stimmt. Also, verdammt, das hast du nicht gehört. Stimmt, stimmt, habe ich gesagt. Ach, weh. Ja. Hätte auch zur Münze laufen können. So, wir waren alle dran. Da liegt noch eine René-Karte rum. Echt? Wo? Naja, die wird lost. Dein Reviving Aether ist lost. Achso, ja, der ist lost, stimmt. So, irgendjemand mischt bitte das Monster Attack Deck. Ich werde die Energie im Raum anpassen. Du meinst die Monster Attack Packs? Nein, warte mal, welches? Die. Also ich Ach da, ah ja, okay. krieg Nein, das ist das diese Attack schwarze Modifier Energie, Deck. ja genau. Das ist das Attack Modifier Deck. Warte mal. Der Michi klingt so, als ob er ein Kind mitgebracht hat. So, Mission ist, was war das? Mission? Ja? Nein. Nein, er ist Ja, surrendered. okay, ich hab's gemischt. Das ist übrigens nicht das Monster Attack Es Deck, ist Attack oder? Modifier, ja. Attack Modifier. Es gibt kein Monster Attack Deck. Jo. Es gibt das Monster Ability Card Deck. Super. Ich tue mir was an und du verwendest es um ach, Ich Troll. will dich nur, ich will dir nur zeigen, dass es einen Wert hat, was du tust. Ja, danke, du Troll. Wie man es macht. Du bist so ein Troll. Immer falsch. Das heißt, wir gehen in den nächsten Zug, oder? Gibt's sonst noch was? Ah, Ja. nein, Short Rest, überlegt euch, wer welche hat. Ich habe noch zwei Karten. Ja, ich habe auch genau zwei Karten, ich warte auch mit der Rest. Obwohl ich Echt mir jetzt schade gerade alle eigentlich. möglichen Karten Eigentlich. zurückgeholt habe, hab ich nur fünf Karten. Das wird echt Michi, höre mühsam. ich da den Paul im Hintergrund? Und Simon, der ist heute Ah. eingeschlafen am Nachmittag und ist jetzt aufgegangen. Ah, okay. Und. Das heißt, du holst ihn dir jetzt einfach zu dir? Nein, die Willi hat eine Flasche jetzt gemacht. Ich darf was Ah, okay. Flaschen trinken. Hallo, Wildtot. Die hört dich nicht. Ah, Aber ich kann okay. sie grüßen lassen. Ja, einen musst du nicht. Hallo Wildtot. Hartmann. Sie sagt Hallo Hartmann. Danke. Er sagt Danke. Michi, wir sind im nächsten Zug. Könnten wir diese Diskussion nicht hier führen? Ich Dieses habe mir eine Gespräch? Münze gekrallt und mich in den Raum hineinbewegt, Michi, und mich ein bisschen geheilt. Ich bin jetzt wieder auf 6 Lebensenergie. Und der René hat sich auf die Stiege bewegt und was war's an? Ah, und sich seine Lost-Karten wiedergeholt mit seiner Super-Mega-Drüber-Über-Drüber-Karte. Ja, wie viel Leben hast du jetzt wieder? Das heißt, Ich habe du 6. würdest einen Weil ich werde Abteil. jetzt, ich werde, die Kanone wird mich wieder behaken, weil ich werde möglicherweise nicht vorher dran sein und ich kann mich auch nicht so weit bewegen, leider. Die Artillerie wird dich wahrscheinlich parken. Wenn ich aber den Archer erwische, könnte ich eigentlich, weil ich könnte über die Obstacles drüber springen. Du hast doch einen Jump. Ich habe einen Jump, ja. Solltest du auf jeden Fall machen. Versucht, ignoriert den Archer 4, da werden es zwar nach, nein, da werden es nachrennen. Den können wir nicht ignorieren. Muss mal schauen, was meine Habt ihr Karten einen können. Kann Fernkampf, bevor ihr jumpt, dass ihr ihn angreift? Ich jumpe Nein, nicht. Hartmann, ich kann beide angreifen. Ich kann beide Archer angreifen und Ich dann auch. reinhüpfen. Ich mache auch einen Doppelangriff auf beide, weil dann killen wir sie auch sicher. Hoffentlich alle Ja, beide. Wir müssen sie schauen ja wir alle beide killen. Ich mache einen vielleicht. Doppelangriff auf beide und auch ein Movement, aber ein kurzes Movement. Ich werde, die Kanone wird mich halt behalten. Hartmann, vielleicht schaffe ich beide. Das heißt, du kannst dir überlegen, sei Ja, aber vielleicht. zum Absichern, es kostet mich nichts. Ich kann sonst eh nichts Sinnvolles machen. Ich habe einen wunderschönen Doppelangriff auch noch, wo ich die Karten nur discarde und nicht verliere. Die passt perfekt, dann sichere ich ab, dass wir die Arch auch wirklich killen. Ich bin aber relativ spät dran, sage ich gleich dazu, gell? Ja, ich wahrscheinlich auch. Dann hoffe ich mal, dass ich vorher Weil, dran bin. ja genau, weil wenn ich später dran bin, wird dich der Bandit Archer 4 und der Bandit Das Archer überlebe ich. 1 fokussieren. Überlebe ich. Also der Fokus der beiden Archer hängt davon ab, wer von uns beiden früher dran ist. Und das wäre mir recht, wenn du das bist. Also ich bin mittelspät dran, okay? Ich schaue gerade, ich werde nämlich schauen, dass ich dann sogar früh dran bin. Weil die Du Kanone René. wird mich sowieso behaken, da komme ich nicht drum rum. Ja. Ich habe jetzt wieder 6 Lebensenergie, das halte ich aus. Willst du dich Okay. jetzt vorwärts bewegen?
Hatte ich vor. Weiters ein Feld? Ich glaube, das kann ich gar nicht. Ganz Also, kurz, was mir das Problem vorher ist, es kann nur eingefallen einer da ist. stehen, da Ja, vom Feld ich habe einen weiter. Also zwei. Fernkampfangriff. Ich werde einen Ja. Fernkampfangriff machen. Okay, warte, da muss ich meine Taktik nochmal kurz überlegen. Wie weit gehst denn du vor? Gehst du direkt vor die Archer? Ich hätte mich, das geht sich nicht aus, ich hätte mich da in die Mitte der Treppe gestellt, aber da gehst ja du hin mit dem Fernangriff. Naja, also ich habe einen Fernangriff, der 3 Felder weit geht. Das heißt, du könntest auch von da angreifen, wo du jetzt bist. Ja, allerdings frage ich mich dann, was ich als Move-Aktion mache. Vielleicht hast du was Sinnvolles. Nein, Schau eben mal. nicht. Weil sonst muss ich hinter dir bleiben. Ich meine, was ich natürlich rein Dann theoretisch müsstest du dich aber auch vor mache. mir bewegen. René, ganz zentrale Verstehst Sache. du? Ja. Verwende eine Bombe bitte, um die Tür zu öffnen. Jetzt gleich? Wahrscheinlich jetzt gleich, aber ich kann die Tür nämlich erst sehr spät erreichen. Ich werde sehr lange brauchen, bis ich überhaupt in Reichweite 4 bin, um die Tür mit meiner Bombe zu behaken. Ich werde versuchen, mit meiner Bombe und auch erst also im Zug nach dem folgenden jetzt, das Hindernis wegzubomben, wenn es noch notwendig ist oder günstig ist. Wenn jetzt schon die Tür entfernt wird, sehen wir dann jetzt schon, was im Raum ist, Also, ob ihr es wenn jetzt wir noch schon nicht davor wegbombt oder im stehen. nächsten Zug, das überlasse ich euch, was ihr für sinnvoller haltet. Aber wann sehen wir, was dort Aber der ist? René soll seine Bombe für die Tür verwenden und einplanen. Das meine ich damit. Ja, aber wann sieht man, was in dem Raum ist? In dem Moment, wo die Tür geöffnet wird. Auch wenn wir noch weiter wegstehen. Okay. Also ich werde die Tür nicht aufbomben jetzt. Das mache ich Ja, etwas ich später. glaube, wenn du die Archer jetzt gut mit Fernkampfangriffen erwischst, dann brauchst du es nicht Das unbedingt mehr Problem zwei. ist, René, du musst dann auch Angriffe einstecken. Was? Wird Musst unsichtbar, dann. du steckst dir ein. Ich bin unsichtbar, mir ist Ja, es du bist wurscht, was passiert unsichtbar. rund um mich. Oh Gott, ja, na, passt schon, ja. Aber immer noch die Frage: Wer von uns beiden bewegt sich jetzt? Es kann sich eigentlich in Wirklichkeit nur einer bewegen. Ja, das Problem ist, ich habe so wenig Karten, irgendwann einmal muss ich ja vorwärts gehen, wenn ich nicht das Ja, Hindernis umbringe. Und ich das habe schon. nur Movements, die mich nur ein Feld weit bringen. Ja. Ich meine, ich kann natürlich jetzt stehen bleiben. Also eine Ich Sache, hätte René, ich eine sag das Karte, die nur. kann Ich schon weiß, einen du kommst nur Angriff. ein Feld weiter. Wenn du zwei weiterkommst, wäre es super, weil die Archer dann dauernd auf Disadvantage bei dir sind. Wie auch immer, sich direkt vor die Archer hinknallen kann, in dieser Stiege, wenn er es erreicht. Wenn der andere das mit einem Jump hinkriegen würde, wäre es auch Nein, das super. kriege ich nicht Ja, hin. schade. Ich meine, was Ich ich komme nicht natürlich direkt machen ran. könnte, rein theoretisch, ich habe noch meine super schnell Bewegungskarte. Damit könnte ich mich natürlich schon davor, aber die ist dann lost. Für immer und ewig. Außerdem würden die Archer halt, bis sie tot sind, nur auf dir rumhacken. Und auch wenn sie Disadvantage haben, sie haben Angriff 3 und das tut ordentlich weh. Ja, und ich habe nur 6 Lebenspunkte. Jo. Und ich bin bei Max, also man kann mich nicht Und dein vergrößern. Schuss Das ist nur heißt, noch ich müsste einmal. eigentlich eine späte Bewegung Ja. haben. Ich müsste mich nach dir bewegen. Gut, dann werde ich spät drankommen. Ganz kurz, Andi, ich glaube, ich weiß, wo unter Mikrofon immer zum Pfeifen beginnt. Nein, Weil du gehst. es ist Nein. Renés. Ah, René, entschuldige, René. Renés. Gehst du mal auf Extras im Teamspeak und auf Optionen? Ja. Ja. Was jetzt? So. Dann hast du unten, ja, also wenn du auf Aufnahme gehst, unter den Optionen, Okay, bitte. dann gibt es Gibt's erweiterte eine weitere? Optionen. Hast du dir das jetzt echt rausgesucht? Ich habe einen zweiten Bildschirm. Ja. Und da hast du automatische Stimmennormalisierung. Klick das weg und geh auf Anwenden. Wo ist in dieser erweiterten Option, Michael? Die habe ich auch nicht. Du gehst auf Aufnahme, dann hast du unten Hört man mich eine jetzt noch Checkbox. piepsen? Ja, ich sehe es. Nein, das Piepsen ist weg. Gut, dann kann ich auf Dauer senden gehen wieder. Ja, können wir mal testen. Weil ich probiere das auch, ob es mit meinem Hall besser wird. Kann das sein, Michael? Ich habe. So, ist es jetzt besser bei mir? Also ich will sagen, hört ihr mich noch piepsen? Das freut mich.
Offensichtlich nicht, aber offensichtlich hört er mich auch gar nicht mehr. All Oder? vielleicht auch verbessert, kann das sein, Michi? Es gibt noch Echo-Abschwächung, obererweiterte Optionen und Echo-Dämpfung gibt es auch nochmal. Hört ihr mich jetzt überhaupt? Ja, ich höre dich. Ah, gut. Und so, Ihr habt ohne vorhin jeden nicht auf das Pfeifen hörst reagiert, du was ich dich. gesagt habe. Und pfeifen tue ich auch nicht mehr. Nein. Ganz, 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 ganz Nur mal leise, aber das testweise. Hört ihr ist. mich jetzt, Leute? Ja. 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 Und mein Hall ist da. Ja, aber leichter. Aushaltbar oder soll ich wieder auf Push-to-Talk gehen? Aushaltbar. Aushaltbar. Wenn es schlimmer wird, sagst du es, dann gehe ich wieder auf Push-to-Talk. Aber der Push-to-Talk ist für mich relativ mühsam. Ja, das ist wirklich Aushaltbar. mühsam. Okay. Aber warum? Okay, passt schon. So. Ich glaube, wir warten nur noch auf René seine Karten. Ja, Entschuldigung. Nein, kein Problem. Ich sag's nur, dass wir wissen, wann es Das weitergeht. Problem, René, ist nur, dass du dann die Angriffe einsteckst, wenn ich nach dir drankomme. Nein, Er wird ich stecke unsichtbar keine sein. Ja, du bist Angriffe immer noch ein. unsichtbar. Ande, er wird unsichtbar. Wenn er früh dran, vor den Archern Hat dran man ist, wird er unsichtbar. ganz kurz, du hast ja wohl noch ein Echo drinnen beim Bier, nämlich reden und du hast, sprichst gleichzeitig, dann ist das Echo stärker. Oder Aha. kannst du auch gehen auf Echo-Dämpfung, das ist rechts daneben. Das habe ich gesehen. Soll ich die Dezibel runterstellen? Nein, geh auf die Echo-Dämpfung, das ist auch eine Checkbox. Rechts neben Echo-Abschwächung. Die sind beide bei mir aktiviert. Ah, okay, passt. Aber ich kann. Es Ja, passt, das es geht eh. stört es nicht so viel, oder wie? Na, geht schon. Okay. Das Lustige ist, ich drücke immer noch automatisch den Push-to-Talk, wenn ich rede. So, ich habe meine Karten. Es war jetzt, glaube ich, kein besonders kluger Zug von mir, aber was soll's. Ja, das ist Ich der habe Zeitdruck, gell? wenig Optionen eigentlich. Okay, wir decken auf. 34. Ich bin bei 7. 61. 87. Move 0, Attack 0 ist doch gut. Ja, aber es ist vor mir dran, es sind beide Archer. Ja, aber Move 0, Attack 0? Also plus 0. Ah, Und blöd, sie ja. werden mich Naja. fokussieren, weil ich vor dir dran bin. Das ist wieder perfekt. Ja, aber weißt du, was ich nicht Aber verstehe? jetzt Ich habe geht's dir ja doch wieder. gesagt, dass ich mittelspät dran bin und dich wolltest du nicht vor mir dran sein? Ah, nach mir? Nach mir? Ja, ich glaube, ich habe es verfuscht. Ja. Mhm. Ist so. Ich habe die Kartenverkehrtung hingekriegt. Ja, nein, muss ich leben damit. Hast du mehr Lebenspunkte? Ancient Artillerie hat auch jemand gemacht? Nein, gell? Die muss man Nein, auch die würden aufdecken, das ja. ist noch das Alte, genau. Da hat irgendwer gebogen, da ist So, nichts im das war Ziel, ich. außer. Ja. Das war ich. Warum hast du die wieder weggegeben? Ja, weil wir keinen Guard Weil wir stehen keine haben. Guard mehr haben, ja. Okay, na gut. Das ist ein Grund. Boah, ich tanke in dem Spiel wieder böse. Passt. Gut, Andi, wo willst denn du jetzt hin auf dem Ding? Ich werde dich zuerst gehen lassen und werde hinter dir bleiben. Oh. War ich das so perfekt verpfuscht, Ich besser hätte wäre es gar zwar nicht gegangen. weitergehen können, aber dann lasse ich dir diesen einen Move. Eigentlich, ja, dass die Karten verkehrt Ich habe hingelegt. die Kartenverkehrtung hingelegt, Es ja. ist schon spät. Ja. Das Ja, blöde machen wir diesen René einen ist. Zug noch und dann hören wir auf für heute, oder? Ja. Gut, dann nutze ich von dem Flame Strike einfach nur die Zweierbewegung und stelle mich eins weiter vor. Du aktivierst deinen Cloak, nehme ich an. Ich aktiviere meine Cloak, ja. Du stellst dich Wieso bist du jetzt um zwei? Ja, Du bist um zwei, weil oder? ich mich verfehlt habe, oder weil ich es verfehlt habe, so. Ich bin schon wieder an dem richtigen Ort. Lasst mich nur, ich bin halt nicht so schnell. Und wir haben gerade schwarze Energie, das heißt, der Mana Bolt bringt plus 1 auf Attacke. Ist jetzt Das nicht ist eine so Erfahrung, ja? großartig, aber es Aber sind welchen immerhin greifst du drei. an? Du musst einen aussuchen. Ja, wen willst denn du nachher angreifen? Die sind beide gleich weit entfernt. Ist egal. Ja, dann greifen wir halt den bei der Tür an, oder?
Oder den vorne, den Zweier, Ja, der bei der Tür vorne ist ein Zweier. Zweier. Gut, das heißt, ich habe eine Attacke 3 auf den Zweier und wenn irgendjemand mal Windenergie machen will, nur zu, weil dann kann ich vielleicht noch einmal die Crackling Air machen. Irgendwann Du bist jetzt einmal. ein Attack-Modifier. Ich hole mir eine Karte. Ich drehe sie um und ich mache keinen Schaden. Das habe ich gut gemacht. Ach, komplettes Desaster bei So ist mir. das. Ich krieg 3 Angriffe, ich könnte von denen auf null fallen und dann muss ich 2 Karten Soll aus ich meinem gleich Discard-Pile wischen? werfen. Ah. Eigentlich meine neuen Karten, nachdem Ja, ich mach das. einen Dings gemacht Ist die habe? fertig? Ja. Oh, das ist gepatzt. Ja, ich habe gepatzt, das habe ich gut gemacht. Nimm dir die Unsichtbarkeit und tu den Mantel Nee, auf das den war nicht gut. Lost-Pile. Aber es ist nicht so schlimm. Ja. Die Archer sind dran, glaube ich. Ja. Ach, die. Na gut. Das Fangen ist wir mit nicht Elite gut. Archer 1 an. Der hat Okay, in ich. Reichweite 3, 3 von uns, aber ich habe den niedrigsten Fokus, also wird er mich wohl angreifen. Ja. Der Ja. hat Angriff 3, weil er Elite ist. Scheibe. Ich habe das echt verpfuscht. So Okay, ein ich ziehe eine Mist. Karte. Zieh mal eine Karte. Das sind Hier. 4 Schaden. Ich werde 2 Karten aus dem Discard-Pile verlieren. Das ist. Ah. Ja, zieh mal 4 Leben bitte ab. Nein, tue ich nicht. Ich verliere 2 Karten aus meinem Discard-Pile Jetzt stattdessen. schon? Ja, bei die 4 Schaden, ich werde noch zweimal angegriffen. Ich muss es sowieso machen und 4 Schaden ist mehr als das, Naja, was ich von den warte nächsten mal, beiden stopp. kriegen werde. Du kannst aber Glück haben und es passiert nichts das nächste Mal. Deswegen Nein, zieh da darauf baue doch. ich nicht. Vom Erwartungswert her ist das am sinnvollsten. Ja, So. du kannst. Warte, hat man noch einmal, du kannst nachher genauso die Karten ziehen. Es ändert sich nichts dran. Nein. Weil ich dann vielleicht, Lass wenn ihn die anderen beiden wurscht. Angriffe niedriger sind, Achso. hoffentlich nicht auf 2 Okay, runtergehe. verstehe schon. Okay, Also nein, das. 4 ist von einem Archer sicher Ja. nicht zu erwarten und von der Kanone, wenn ich Pech habe. Ja? Okay. So. Ich flippe das, ich randome das und ich ziehe 2 Karten, wo ich nicht drum rumkomme, die werden lost. Okay. Ja, tut einem natürlich weh, aber Okay. jetzt war das Typ so gefahren, das ist vertuscht. Ich habe das Mach ich. Szenario ordentlich vertuscht. So. Dann ist dran Elite 2. Ja, greift den Die Brute an. Route, Mit Angriff ja, weil dann 3. wie sie, ja. Er hat aber noch ein Schild, glaube ich. Plus zwei. 5. Grundsätzlich 5 Schaden haben wir. Was machst du damit? Warte Schlucken? mal, warte mal, ja, ich schlucke auf jeden Fall. Also sie haben 4 gehen 3, durch. plus 2 macht 5, gehen wohl 4 durch. Ist so. Marker ziehst weiter. Das ist hart. Aber ist so, ja. Und der nächste Elite greift auch an, ja. Nice. Ja. Ziehst du an, Michi? Null. Plus 0, die macht 3 Schaden minus 1 Schild und du ziehst wieder um 1 weiter. Bei Du kriegst eine Schaden, ja. Erfahrung. 2 Schaden gehen durch und der Marker geht um 2 weiter und du kriegst eine Erfahrung. Das schaut gar nicht gut aus. Ich habe jetzt plötzlich nur noch 2 Leben. Ich kann nicht noch heilen. Doch, ich muss eine Short Rest machen. Ich werde im nächsten Zug heilen. Du ziehst um 2 weiter mit Marker, genau, und kriegst eine Erfahrung. Und jetzt ist der normale Archer dran, der greift auch mich an. Ich ziehe die Der Karte. hat Angriff 2. Plus eins. Ich muss den schlucken. Wenn die Kanone mich auf Null bringt, dann boah, bist du irre. Das ist hart. Ein Mal zwei gibt's auch noch, ja? Okay. Die Ja. Artillerie ist aber 71. Ja, aber Okay. ich habe nur 2 Movement und ich muss weit in den Raum rein. Ich muss das schlucken. Naja, ich könnte mich näher hinstellen. Wie viel Movement hast du? Ja, ich kann die Vierer Movement 4 Karte aufheben und Nein, du verwenden. kannst dich nicht näher hinstellen, weil du kannst dich nicht direkt daneben stellen, sonst kriegst du zusätzliche 2 Schaden. Und ich bin, wenn ich 2 ziehe, bin ich egal, wenn ich auch nur halbwegs das nutzen will, bin ich in Reichweite 2 von ihr und sie wird mich fokussieren, weil ich vor der dran bin. Da komme Ja, ich dann nicht mehr zieh raus. nicht zwei weiter. Ja, aber ich muss irgendwann weiter. Ich habe diese Bombe. Sonst helfe ich Ja, in diesem aber es Spiel bringt niemandem nichts. mehr irgendwas. Okay. Der einzige andere Alternative ist zurückzuziehen und dann komme ich nie wieder dort vorbei. Ich überlege nur gerade, aber ich könnte die zwei Schaden schlucken, wenn ich neben ihr stehe.
Hast du noch das? Nein, Retaliate nützt nichts, weil es halt direkt der Schaden ist. Ja, wenn das ginge, wäre es wahrscheinlich das Beste. Ja, dann zieh Weil ich ich werde Short richtig. Rest machen, im nächsten Zug habe ich wieder Bewegungskarten und kann noch Mal irgendwas machen in dem abgesehen Spiel. davon, wenn er direkt neben der Hast du Kanone steht, Disadvantage hat beim er Angriff, wenn du Disadvantage das auch noch beim ist. Ja, das Angriff. stimmt. Ja, also wenn wir das machen könnten, Michi, wäre super. Tut mir leid, Ja, ich habe das na, wirklich verpfuscht mit den Karten. mach schon, also Okay. ich. Ich bin mit 34 als nächster dran, wenn alle Archer jetzt dran waren. Ja. Ich verwende zuerst die obere Hälfte von Reviving Shock und mache zwei Angriffe mit Angriff 2 jeweils auf die beiden Archer. Ich Warte mal, fahre. warte, stopp, 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 stopp. Mit was machst du? Wie viel Er Schaden? macht Reviving Shock mit Angriff Angriff 2 mit 2. Reviving Shock. So, mach bitte den Schaden auf die Elite 3 und Ich auf darf den beide Archer Elite. angreifen. Nein, du kannst auch Elite 3, Elite 1 den Archer angreifen. Ich kann nämlich auch beide angreifen. Ja, Und genau. ich. Beide Ihr von uns greift greifen beide beide an. an. Ja, aber der eine hat nur mehr ein Leben. Okay? Ja. Und. Hast du kriegst Erfahrung, wenn du mehrere angreifst? Nein, Auf jeden Fall ich hat er hab, einen wenn ich Vorteil einen dadurch. Fernkampfangriff mache, dann habe ich die Add-Target-Funktion. Geht mir jetzt nicht um die Erfahrung, sondern ich verschwende es sonst, weil ich es nicht schaffe, die andere in der Reichweite Ja, zu haben. aber auch wieder dadurch, dass ich vor dir dran bin, wenn du ein Patzer oder sonst was hast. Dann ändert sich nichts dran, weil ich stehe dann vor dir. Ich bin näher zu dem. Hey, Michi, du hast noch das. Wie oft hast du die Fernkampfangriffe in dem Spiel noch? Viermal. Dreimal noch. Zwei, dreimal noch. Ja, dreimal noch. Einmal wirst du jetzt aktivieren, dann hast du noch zweimal. Wie oft glaubst du, wirst du das in dem Spiel noch nutzen können danach? Also ich glaube, das eine Verschwenden tut nicht wirklich weh. Nein, es geht nicht um Verschwenden, Hartmann. Schau, du kannst dich da herstellen, okay? Du ziehst mit zwei weiter, oder? Ich werde mit zwei weiterziehen, ja? So, ich zieh mit vier weiter. Du brauchst nur meine Karte anschauen. Ja? Ich zieh daher. Das heißt, ich schütze dich auf jeden Fall. Um Schützen geht's nicht. Es geht nur darum, dass wir garantiert diese beiden Archer wegkriegen jetzt. Hartmann, es könnte sein, dass man vielleicht sogar wenn wir Glück haben, die Artillerie Die ist wegmachen. wurscht, ich werde im nächsten Zug früh ziehen mit vier Bewegungen und bin aus der Reichweite. Und naja, dich wird sie erwischen. Die hat aber 9 Leben. Okay, gut, dann lass es. Die Archer Dann müssen so. weg, weil die ziehen uns nach. Die Artillerie hat keine Okay, Bewegung. passt. Okay, Ja? dann Also bleiben ich mache diesen Angriff. Ich fange an mit Angriff 2 auf den Elite-Archer. Ich ziehe eine Karte. Passt, ein Schaden. Nein, ich ziehe eine Angriffskarte. Ja, also plus eins hast du gebracht. Ja, ich mache 3 Schaden auf den Elite-Archer. Auf dem Elite-Archer. Der hat jetzt dann nur mehr. Der ist tot. Okay, ich habe ihn gekillt. Und Und jetzt mache ich nochmal einen Zweierangriff auf den Bandit Archer. Der mache ich 0 Schaden. Ist das perfekt? Und Und jetzt bewege ich mich um 2. okay, passt. Das ist die untere Hälfte von Hook Gun. Und beide Karten werden discarded. Okay, ja, verstehe schon, ja. Und mein Zug ist beendet. Das war 34 Initiative. Was kann ich Okay. da ändern? Immerhin, einer von den Archern ist weg. Der andere wird auch gleich weg sein, wenn ich meine. Das hoffen wir alle, dass der Ich irgendwann habe einmal stirbt. 61, Da haben wir schon so oft auf 61. den jetzt drauf geschossen. Ja, Leute, der mit kann seinem ich einen dir. Leben, was der mir angetan hat, der hat mich 3 Karten Das gekostet. heißt, ich bin jetzt dran. Mit 61. Ja. So, also ich beschütze dich und ziehe mit 4 die Artillerie und schlucke die 2 Schaden. Wenn sie dann dran ist, ja. So, Und und dann kommt Crater obere Hälfte, oder was? kenne die obere Hälfte, Crater, plus Add Target. Das Add Target weiter. Hat Ja. man? Und Ja? greife mit 3 Schaust du mal mal, den ist Archer das ein Feld, wo 4 man hinziehen kann? an. Nein, das ist eine Wand. Okay. Oder? Ich greife den Ich Archer glaube, es 4 ist und ein den Feld. Bandit Doch, doch, 4. da kann man hinziehen, ja. Okay. Ja. Ja, vor So, allem da bin ich vorhin schon mal gestanden. ja, nein, nein, da darf man auch Ja. hinziehen, ja. So, Bandit Wenn. Archer 4. Ich hätte mischen müssen, schaut's her.
Ich mische jetzt, oder? Ja, das war. Ich hätte mischen müssen vorige Runde. Ich ziehe es jetzt rein. Ja. Wenn ich mit Jump mich bewege, Eine dann Karte. brauche ich nicht zwei Plus null. Wege Ist zu Arch endlich überleben, tot? oder? Ja, er ist Arch ist tot. tot. Danke. Na, das hat ja gedauert. So. Wir Wird haben noch keine Münze angelegen. für den Elite hingelegt, Er ist übrigens. da gelegen. Nein, der Er ist da ist oben da gelegen. gelegen. Ja. Da oben ist er gelegen. Da ist aber auch einer gestanden, oder? Hat jemand Die habe ich eingesammelt? eingesammelt. Ja, da Okay. hat man genommen. Gut, jetzt greife ich noch die Elite Artillerie 3 an, Ja. weil ich es kann. Eine Karte. Minus 1. Heißt 2 Schaden. Ja, du ziehst dann den Marker noch eins weiter und gibst deine Erfahrung Habe ich dazu. schon gemacht. Den Okay, Marker habe ich super. schon weitergezogen. Und das war dann dein Zug. Die Karten, die hast du dann auch noch. Und So. dann ist die Kanone dran. Die fügt dir zwei Schaden zu und dann greift sie dich mit Disadvantage und Angriff 3 an. Sie fügt mir, nein, sie fügt, greift mich jetzt an und dann fügt sie mir zwei Schaden. Richtig, du hast richtig. Ja. Dann, So, ich mache das mal die beiden heißt, Angriffskarten. ich. Okay, mach du mich. Danke. Zwei Karten. Ja, Okay, du minus 1. kriegst zwei Schaden. Und nochmal zwei. Ich dachte, warte mal, Mach macht minus die. 4. Naja, ah, stimmt, die macht ja 3 Ja. Schaden. Das Moment, ist ja die stopp. Elite. Stopp. Ich schlage aber zurück. Nein, wie. Oh ja, Nein, probiert. Retaliate ist nur auf, ach so, es ist auf Nahkampf-Attacks. Ja, Das ist ein, und in obwohl dem du direkt Fall. daneben stehst, ist es ein Ranged-Attack. Sicher? Ja. Okay. Deswegen hat sie auch Disadvantage. Okay. Das ist irgendwie interessant, weil du es quasi hinten nachhängst. Das hat sich so blöd ergeben mit ein paar Desastern, dass du diesen Melee-Vorteil mit dem Retaliate irgendwie nicht nutzen kannst. Genau. Jo. Lag wohl daran, dass irgendeiner Hauptsache unbedingt ich den bin Raum im öffnen Inside. musste. Ja, genau. Unsere Synergie-Nische war nicht perfekt in dem Spiel bis jetzt, Und glaube ich ich. kann leider nicht bei dir bleiben, René. Mein Wohin Satelliten gehst du? runtergefallen. Andi, du Ich muss bist dran. zurückgehen. Du musst Ich wollte was? eigentlich nach vor, aber ich kann nichts. Ich habe jetzt so viel Schaden eingesteckt. Ich habe nur noch zwei Leben. Ich gehe zurück. Ich Ja. sollte, ich muss schauen, wie viel ich im nächsten Zug heilen kann. Ich glaube, ermutigende Heilung habe ich aber nicht. Ich gehe Passt nur hierher auf, auf jeden Fall. dass ihr nicht zu viele Münzen kriegt. Ihr werdet alle gebückt gehen, wenn ihr all dieses Gold mit euch mitschleppt. Und ich greif das Fass an. Du tust was? Ich greife das Fass an mit zwei Attack. Warum? Andi, nur Ja. hypothetische Frage. Wenn du dich in den Raum reinbewegst und Schaden nimmst, könntest du einmal noch verkraften, eine Karte zu verlieren, wenn du auf Null fallen würdest stattdessen? Ich habe nur noch zwei Leben und es sind hier zwei Archer, die schießen. Ja, aber Angriff ist Die oft zwei die beste Archer haben jetzt Verteidigung. gerade sechs Schaden gemacht. Ja, die haben Ich beide noch würde sieben Leben, ja. hinter dem René zum Stehen kommen. Warte, René, hast du gepatzt bei dem Angriff Ja, auf ich den habe Archer? gepatzt Ah, bei dem okay, ja. Angriff. Ja. Wir brauchen Nein, ich das habe keine nicht weiter zu Chance. diskutieren. Ja, Mit ja. zwei Ja, nein, Schaden nein, nein, bin Andi, ich du hast eh dran. Mit recht. Ich zwei habe Leben geglaubt, bin dass ich der René dran. einen von denen schon verwundet hätte und dass er den vielleicht wegkriegt, wenn er aggressiv reingeht. Ja, das ist ein bisschen ein Problem. Wir müssen uns überlegen, wie wir die Archer da wegkriegen. Nächstes Mal. Ja, nächstes Mal. Ich bin schon So, nein, ziemlich stopp, müde. jetzt machen wir noch, wir räumen noch auf. Wir haben Decks gemischt. Es wird hier ein Monster-Deck gemischt. Flip. Warte, ich sage euch noch was fürs nächste Mal. Notier's, Ande. Der René könnte wirklich dieses Hindernis wegsprengen. Und dann sind wir eh mit den Arten beschäftigt. Und dann bist du auch schon irgendwann da, um Nein, das die ist der Tür Punkt. Ich wegzusprengen. habe maximal Bewegung 4. Und ich werde mich jetzt auch ganz sicher mit Eins, Bewegung zwei, 4 drei, bewegen und dann vier. bin ich genau außer Reichweite von der Tür, um sie zu bomben. Nein. Eins, zwei, drei, vier.
Und von hier kannst du sie schon Nein, sprengen. weil die Bombe hat Reichweite 4 und ich bräuchte Reichweite 5, um sie zu erreichen. Nein, ach so, Ja, aber das Ich ist könnte kein das Hindernis Problem. Da hat erreichen. man Ja, kann ja dann das halt eine Hindernis Runde vielleicht später, nächste macht ja Runde gleich nichts. Ja, angreifen. deswegen habe ich gesagt, René, Der will du ja brauchst die gleich Bombe an. für deine, für die Tür. Ja, das passt schon. Greift das Okay. Hindernis an, dann können Ich wir mache jetzt arbeiten. eine Short Rest übrigens. Ich küble eine von den Karten zufällig, die ich hier habe. Und zwar. Ja, der René macht die Tür und du, Hartmann, machst dieses Ja, Hindernis. die wird gekübelt. Die ist perfekt. Das so Und die genau. Karten kommen auf die Hand. Weil ich mache jetzt auch eine Short Rest. Das heißt, die kommen auf den Discard-Pile. Hoppala. Jetzt habe ich wieder Und fünf dann. Karten. Und. So, der wird umgedreht, wird gemischt. Eine rausziehen, ne? Die oberste nehme ich und schaue sie mir mal an, ob ich die Übrigens, behalten will. René, pass Ja. auf. Ich habe Bewegung 4 und könnte den Decoy hypothetisch in die Tür hineinsetzen, um uns Zeit zu geben, wenn du aus dem Raum raus willst, damit die Archer dich nicht behaken. Dann müsstest du Nächste früh ziehen Runde und. treffen Sie mich sowieso noch nicht, weil ich werde recht spät dran sein oder ich versuche Ah, du bist möglichst noch spät unsichtbar. dran zu sein und ich bin noch unsichtbar. Also, wie gesagt, ich sag's, ich schreib's dazu. Ich könnte meinen Decoy in die Tür reinsetzen. Wenn du das das nächste Mal machst, nehmen wir das lieber. Dann hätten wir einen Und Zug um ehrlich zu jetzt sein, Zeit, um uns hinter der Tür für den Angriff zu wappnen. ich habe zu wenig Karten, ich werde mich nirgends mehr hinbewegen. Wenn wir da jetzt nicht weitergehen, scheide ich aus dem Spiel aus, weil ich keine Karten mehr habe. Ich habe drei Karten im Discard-Pile und drei Karten in der Hand. Ich kann noch, glaube ich, drei Rests René, machen. übernächste Runde könnte ich nutzen, dass du dir die Discard-Karten wieder auf die Hand nimmst. Okay. Ist eine gute Idee. Ich meine, ich werde möglicherweise nächste Runde tatsächlich sogar eine Karte verlieren, weil ich habe einen Angriff, der mehrere angreifen kann, der recht schön ist. Den würde ich machen, dann würde ich mich, Es weiß ist ich eh der nicht. Zeitpunkt gekommen, René, dass du jetzt wirklich, also all guns blazing quasi, also alle deine Superkarten raushaust So viele und Superkarten habe tust, niemand mehr. was du kannst. Nein, René, du wirst doch das Ding wegknallen, oder? Oder nein, das Was? könnte Hartmann machen. Ja, aber ich Obstacle. habe man nicht. Also das Obstacle macht der Hartmann, aber ich habe mir gedacht, vielleicht werde ich Oh die nein! Tür übernächste Runde raus. Nein! Nein, Ah. übernächste Karte Runde verloren. muss ich Nein, was? einen Nein, Long es Rest ist machen. passt Ich eh. Ich habe ein Problem, das muss mit Michi abstimmen. Ich kann mich leider, ich meine Initiative ist relativ spät. Und es wäre gut, wenn Michis seine auch sehr spät wäre. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal die Aufnahme Okay. stoppen.